Eine Erfolgsgeschichte geht weiter. Am 26. September soll in den Bautzner Schilleranlagen die Jubiläumsausgabe des von der hiesigen Volksbank organisierten Laufes mit Herz stattfinden. Schon seit 2005 sind es die Schülerinnen und Schüler aus dem Landkreis Bautzen, die mit ihrem läuferischen Engagement für glückliche Kinderaugen sorgen. Ja, wir sind sehr zufrieden. In den letzten 9 Jahren konnten wir über 140.000 Euro an Spendengeldern einsammeln, die gemeinnützigen Zwecken zugutekommen in unserer Region, die ganz speziell sich auch um Kinder- und Jugendarbeit kümmern. In diesen Tagen lud die Volksbank Bautzen zu Rückblick und Vorschau gleichermaßen ein. Im September 2013 waren es über 1.600 Läuferinnen und Läufer, die für ein stolzes Ergebnis sorgten. 20.000 Euro erbrachte die Symbiose aus Teamsponsoren und läuferischer Ausdauer. Den Erlös erhalten die Zuckerkids des Diabetiker Sachsen e.V. Mit welchen Erschwernissen die erkrankten Jungs und Mädels im Alltag kämpfen, erklärte uns Ralf Oehme. Also für die Kinder ist es eigentlich eine totale Lebensumwandlung, muss ich mal sagen. Mit dem Tag der Ausbruch müssen die ganzes Leben total umstellen. Die werden wie, sage ich mal, kleine Manager ihres eigenen Körpers. Also diese Unbeschwertheit, die vorher war, ist definitiv vorbei. Man muss eben 6-mal am Tag Blutzucker messen, man muss bis zu 4-mal spritzen, man muss das Essen abwiegen, man hat die ganzen Arztbesuche und auch viele Einschränkungen im Schul- und Kinderalltag, die dort definitiv auch kommen. Und also es ist richtig, richtig hart für die Kinder und für die Familien. Die 20.000 Euro können da ein wenig Erleichterung bringen. Also hauptsächlich wollen wir es eigentlich als einsetzen für unser Kinderferienlager, was wir jedes Jahr mit unseren Kindern und den Eltern zusammen machen, unternehmen. Da fahren wir nach Limbach-Oberfrohna, das sind ungefähr so 60 Personen, da fahren Ärzte mit, da fahren Kinderpsychologen mit, Ernährungsberater und sehr viel medizinisches Fachpersonal. Und dort ist mal richtig Zeit und Raum, um mal über die Krankheit auszutauschen und Fortbildung und auch viel Spaß dabei. Also alles, was so dazu gehört. Ganz tolle Sache, ganz wichtig. Und da sind wir auch die einzigsten weit und breit, die sowas anbieten. Und da können wir jeden Cent wirklich gut gebrauchen. Übrigens auch die Fördervereine der am Lauf teilnehmenden Schulen durften sich über dicke Schecks freuen. 20% der Erlössumme, immerhin 4.000 Euro, stellte die Volksbank Bautzen hierfür zur Verfügung. In gut 4 Monaten startet der 10. Lauf mit Herz und die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Ja, die Vereine haben ab sofort die Möglichkeit, sich auf unserer Homepage www.laufmitherz.de über ein ganz kleines, einfaches Formular zu bewerben. Da sind lediglich die Kontaktdaten auszufüllen von dem Verein und ganz kurz die Vereinsarbeit zu umreißen. Wichtig ist, es muss ein Verein sein, der sich um Kinder und Jugendliche kümmert und der aus unserer Region, dem Landkreis Bautzen, kommt. Wenn dann alle Vorschläge eingegangen sind, werden wir diese sichten innerhalb der nächsten 6 Wochen und dann uns für einen Zweck entscheiden, der da begünstigt wird dieses Jahr. Ab sofort gehen die Schülerinnen und Schüler wieder auf die Suche nach Sponsoren, damit dann auch im Spätsommer diesen Jahres wieder tausende Läuferinnen und Läufer für einen guten Zweck ihre Runden drehen können.